Pues hace... Vor 2,5 Jahren hat eine Gruppe von Jugendlichen in der Universität, die dort bereits gemeinsam gegen den Bologna-Plan der EU gekämpft hat, der die Schaffung eines einheitlichen europäischen Bildungsraumes zum Ziel hatte, festgestellt, dass es noch keine eigene Reaktion der Jugend auf die zahlreichen Sparmaßnahmen im Rahmen der Wirtschaftskrise gab und auch keine eigene Organisation, die speziell auf die Probleme der Jugendlichen hierbei aufmerksam machte. Und da wir die Jugend als wichtigen Motor zum Wandel verstehen, haben wir mit verschiedenen Jugendlichen, vor allem aus der Universität, angefangen, uns zu treffen und erste Kampagnen zu überlegen. Unsere erste Demonstration organisierten wir dann am 7. April 2011 unter dem Motto: Keine Wohnung, kein Job, keine Rente, keine Angst. Also so ganz knapp die Situation, in der wir viele Jugendliche heute sehen. Danach organisierten wir dann die Demonstration vom 15. Mai 2011 mit, in der im Anschluss ja überall Plätze besetzt wurden. Seither beteiligen wir uns weiter an den Protesten im Rahmen der Empörten und machen immer wieder auch eigene Kampagnen, eben mit einem Schwerpunkt auf der Situation der Jugendlichen. Und eure Organisation ist nur in Madrid aktiv oder mittlerweile in ganz Spanien? Nun, nach der ersten Demonstration gab es Jugendliche in verschiedenen Städten, die ebenfalls Ableger von Juventud Sin Futuro gründen wollten. Bisher ist Jugend ohne Zukunft jedoch vor allem in Madrid, Saragossa und einigen kleineren Orten aktiv. Doch auch in anderen Städten gibt es mittlerweile andere Jugendorganisationen, mit denen wir im ständigen Austausch stehen. Ihr habt eine Kampagne ins Leben gerufen mit dem Titel Wir gehen nicht, wir werden rausgeworfen. Worum geht's dabei? Mit dem Thema der Auswanderung von Jugendlichen beschäftigen wir uns seit etwa einem Jahr. Denn aufgrund der ganzen Kürzungen in Sektoren wie der Bildung, der Gesundheit etc. haben wir festgestellt, dass immer mehr Jugendliche Hoffnung für ihre Zukunft nur noch in der Auswanderung sehen. Und auch von Seiten der Regierung wird dies bekräftigt und als etwas Positives dargestellt, das für die Gesellschaft keinerlei Probleme darstelle und auch positiv für die Marke Spanien in der Welt sei. Mit unserer Kampagne haben wir das Thema der Auswanderung von Jugendlichen politisiert, also betont, dass es sich hier um ein kollektives Problem handelt und man nicht einfach sagen kann, dass es sich schlicht um individuelle Entscheidungen handelt. Zugespitzt dann eben auf den Ausspruch, wir gehen nicht, sie werfen uns raus. Wir haben dann eine interaktive Grafik erstellt, in der ausgewanderte Jugendliche ihre Schicksale notieren können. Bis heute haben wir hier über 10.000 Berichte gesammelt. Diese Sammlung dient zudem zur Demontage des Mythos, dass man einfach nur weggehen müsse und dann würde es einem gut gehen. Denn die Wirklichkeit zeigt, dass zahlreiche Jugendliche im Ausland ebenfalls vor allem prekäre Beschäftigungen und auch Arbeitslosigkeit erwartet. Aufgrund der Krise müssen Menschen aktuell ja an vielerlei Orte umziehen und so weiter. Läuft eure Kampagne, die die Auswanderung der spanischen Jugend skandalisiert, nicht Gefahr, vor allem auch nationalistische Gefühle und Vorurteile anzusprechen? Claro, a ver, de hecho, hay colectivos de derechas, de extrema derecha incluso, que podrían haber sacado este tema. Es stimmt schon, dass auch Gruppen der Rechten dieses Thema hätten aufgreifen können. Aber wir haben es versucht, anders darzustellen. Das Problem ist nicht, dass Jugendliche Spanien verlassen. Auch wir lieben das Reisen etc. Das Problem ist, dass du nicht mehr selbst entscheiden kannst, wann und wohin du gehst. Europa spielt im weltweiten Wirtschaftssystem natürlich eine bestimmte Rolle. Und innerhalb Europas wird der Süden, also nicht nur Spanien, zunehmend zur Peripherie, der vor allem billige Arbeitskräfte bereitstellen soll und zugleich als billiges Urlaubsziel dient. Das ist natürlich nicht neu, dass das ökonomische System Menschen zwingt, umzuziehen. Jetzt betrifft es eben uns. Hier geht es auch nicht um nationalistische Gefühle, sondern eben darum, dass es für die Zukunft der Jugend in vielen Gesellschaften aktuell keinen Plan mehr gibt und sie so zum Spielball wird. Du bleibst arbeitslos, akzeptierst einen Scheißjob oder gehst. Und uns wird dann das Wegziehen auch noch als positiv vermittelt und gesagt, dass es uns dann großartig gehen würde. Und hier sagen wir, nein, wir wandern aus, weil wir rausgeworfen werden. Und klar, bei manchen klappt das Auswandern sehr gut, doch anderen geht es auch sehr schlecht damit. Nicht nur wegen den Arbeitsbedingungen, sondern vor allem auch wegen der Entwurzelung. Etwas, was beispielsweise auch ein Problem für viele lateinamerikanische und afrikanische Einwanderer in Spanien darstellt.
Die ökonomischen Eliten wünschen sich, dass ihre Finanzen möglichst frei fließen können und sie dafür auch entsprechend die Arbeitskräfte bewegen können. Es geht hier also weniger um nationalistische Ansprüche als um die Souveränität, die Macht, selbst über dein Leben entscheiden zu können. Die offizielle Jugendarbeitslosigkeit reicht fast an die 60% heran. Eine schwer begreifbare Zahl, bei der man sich fragt, wie das Problem überhaupt noch gelöst werden soll. Welche Sensibilität zeigt hier denn die spanische Regierung? Wird dieses Problem eurer Meinung nach ernsthaft angegangen? Nun, zunächst muss man zu den Zahlen sagen, ja, 60% der Jugendlichen sind arbeitslos. Aber das sind nicht immer die gleichen Jugendlichen. Es gibt wenige Jugendliche, die länger als 2 Jahre arbeitslos sind. Es gibt aber sehr viele Jugendliche, die beispielsweise einen Job für 3 Monate finden, dann sind sie wieder 6 Monate arbeitslos, dann finden sie einen Job für 2 Wochen, dann wieder arbeitslos. So viel nur zur Erklärung. Es gibt sehr viele arbeitslose Jugendliche, die aber immer mal wieder kurz ein Einkommen haben. Also wenn man sich fragt, 60% Jugendarbeitslosigkeit, warum brennen hier nicht die Straßen? Nun, zum einen, weil sich diese Zahl nicht einfach in Protest auf der Straße verwandelt. Und zum anderen, weil die Jugendlichen immer mal wieder kurz etwas Geld verdienen können. Zur Regierung. Hier gibt es keinerlei Sensibilität. Die Regierung hat die Entscheidung getroffen, für die Banken und Großunternehmer zu regieren. Auch die Selbstmorde aufgrund der Zwangsräumungen beschäftigt sie nicht groß. Sie sagen zwar, dass sie beispielsweise die Jugendarbeitslosigkeit angehen wollen, aber wirklich stören tut sie sie nicht. Stören tut die Regierung nur, wenn wir den sozialen Frieden und die Ruhe stören. Man kann fast sagen, dass sie mit der jetzigen Situation geradezu zufrieden sind. Sie fühlen sich nicht groß davon betroffen, dass 60% der Jugendlichen keine Arbeit haben. Und dass keine Arbeit haben, bedeutet ja noch viel mehr. Etwa, dass wir keine eigenen Wohnungen haben können und keine Lebensplanung machen können. Wenn du heute einen Jugendlichen fragst, was er in einem Jahr machen wird, dann kann dir niemand eine Antwort geben, mit Ausnahme der Kinder der Reichen. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, für länger als 6 Monate zu planen. Juventud sin Futuro ist eine der Gruppen, die die Proteste der Empörten mit angestoßen hat. Seit dem 15. Mai 2011, seit 2 Jahren, finden nun unzählige und weit beachtete Demos und Aktionen statt. Dennoch ist in dieser Zeit die Jugendarbeitslosigkeit weiter drastisch gestiegen. Es gibt immer neue Sparprogramme und die Krise in Spanien hat sich verschärft. Abschließend deine Bewertung dazu, dass ihr scheinbar praktisch nur so wenig erreicht habt. Der Ausbruch seit dem 15. Mai 2011 stellt einen enormen qualitativen Wandel für eine Gesellschaft dar, die sich bisher wenig politisch beteiligt hat und vor allem ruhig war und nun beginnt zu denken. Aber man kann nicht von einem Stadium der Passivität direkt in einen übergehen, in dem man die Dinge sofort ändert. Es ist ein beschwerlicher Weg und das ist natürlich bedauerlich, denn die Kürzungen und Austeritätsmaßnahmen schreiten sehr viel schneller voran als wir. In Bezug auf die Jugendarbeitslosigkeit gilt es, verschiedene Dinge zu beachten. Ein Teil des Problems kommt von der aktuellen Krise. Doch es gibt auch wichtige strukturelle Ursachen für die Arbeitslosigkeit, die mit dem Modell des Kapitalismus, wie wir es in Spanien seit längerem praktizieren, zu tun haben. Insbesondere der Bausektor, in dem viele Jugendliche beschäftigt waren, ist zusammengebrochen. Hier waren die Beschäftigungen regelmäßig nur befristet und es ist einfach zu viel gebaut worden. Es ist wichtig zu betonen, dass auch vor der Krise die Jugendarbeitslosigkeit schon skandalös hoch war. Deshalb sagen wir von der Jugend ohne Zukunft und insbesondere auch von Seiten der Prekariatsbüros, die wir in der Empörtenbewegung geschaffen haben und die sich mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen und Beratung anbieten, dass wir nicht zu der Situation vom Jahre 2005 zurück wollen. Denn auch da war die Arbeitslosigkeit hoch, auch da konnten sich die jungen Menschen keine Wohnung leisten und uns fehlte der Zugang zu vielen Möglichkeiten. Das, was wir fordern und benötigen, ist ein neues Wirtschaftsmodell, eines, in der die vorhandene Arbeit aufgeteilt wird, damit wir alle Arbeit haben, wir also ein soziales System der Arbeit mit Kooperativen etc. aufbauen müssen. Und um noch einmal auf die Zahlen zurückzukommen, dass die Quote der Jugendarbeitslosigkeit immer gefährlicher ansteigt, ist wenig verwunderlich, wenn man anschaut, was die Regierung tut. Es wäre seltsam, wenn die Regierung die Kündigungen vereinfacht, die Möglichkeit für befristete Verträge ausbaut und die Zeitarbeit liberalisiert,
Mit all diesen Maßnahmen wäre es sonderbar, wenn die Jugendarbeitslosigkeit sinkt. Mit diesen Maßnahmen wissen wir, dass sie weiter steigen wird. Y facilita las ETTs, las empresas de trabajo temporal. Sería raro que el paro juvenil bajara. Con estas medidas sabemos que el paro juvenil solo puede aumentar.